Zuerst mal ein Gruß an alle Fernsehzuschauer, Zuhörer. Wie schon gesagt, wir haben den Wahlstress jetzt hinter uns. Das ist immer eine besondere Zeit oder war eine besondere Zeit. Und jetzt, nachdem die Wahlen gelaufen sind und wir die Ergebnisse haben, sind wir sehr überrascht über das Ergebnis. Ich persönlich möchte mich bei allen Wählern, die mir ihr Vertrauen gegeben haben, bedanken. Ich hatte nicht damit gerechnet, 52% der Stimmen, die gewählt haben, zu bekommen. Das ist ein besonderes Vorrecht, aber das ist auch eine Verantwortung. Und ich hoffe, dass ich diese Verantwortung in Zukunft auch nachkommen kann und dass die Wähler nicht enttäuscht sind. Wir wissen, dass im Departement Boquerón viel zu tun fehlt, dass viele Notwendigkeiten da sind, dass die Erwartungen, dass viele Erwartungen da sind, besonders aber auch verschiedene Erwartungen von den verschiedenen Volksgruppen, die wir haben, sodass es eine sehr große Herausforderung sein wird, als einziger Abgeordneter, weil Boquerón hat nur einen Abgeordneten, von unter 80 Abgeordneten vom ganzen Land, wirklich das Departement zu vertreten. Aber bis soweit bin ich sehr optimistisch und noch einmal ein Dankeschön an die Wähler. Und ich hoffe, dass wir in Zukunft auch weiter zusammenarbeiten und uns gemeinsam austauschen, damit dieses Vertrauen, das da ist, dass das gestärkt wird, dass das erhalten bleibt und dass wir gemeinsam unser Departement weiterentwickeln.